Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Kürzlich wurde ich gefragt, wann treibt denn eigentlich der Granatapfelbaum aus? Tja, das kommt ganz drauf an, wo ihr ihn kultiviert habt, ob ihr das euch getraut habt, was ich mich getraut habe, was eigentlich im Nachhinein ein Fehler war, oder ob ihr sie im Kübel kultiviert habt und im kalten Wintergarten überwintert habt. Schauen wir uns zuerst die Pflanze an, die im kalten Wintergarten überwintert hat, und dann die Pflanze, die ausgepflanzt war. Hier haben wir meinen Granatapfel, der im kalten Wintergarten überwintert wurde. Der ist schon ordentlich ausgetrieben, wie wir hier sehen können. Überall ganz viele schöne neue Blätter. Ich hoffe auch, dass diese Pflanze dieses Jahr richtig viele Blüten hervorbringt. Ich habe aber noch eine zweite Pflanze, die ist noch lange nicht so ausgetrieben, aber die ist genau am gleichen Platz gestanden wie diese Pflanze. Und zwar haben wir diese hier. Diese ist deutlich langsamer, was den Austrieb betrifft. Ihr seht hier viele Zweige, wo man nicht wirklich viele Blätter sieht. Das heißt, die sind diese Sorte ist sehr langsam am Austreiben. Das sind die Pflanzen, die im Kübel kultiviert worden sind, wie wir hier sehen können. Und jetzt schauen wir uns gleich die Pflanze an, die ausgepflanzt ist. Hier sehen wir das traurige Ergebnis eines Versuchs, wo ich mich im Nachgang natürlich ein bisschen ärgern kann, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil meine Nachbarn hatten das auch ausprobiert, mit dem Granatapfelbaum draußen zu kultivieren, und die hatten mir gesagt, die hatten sogar einen gewissen Erfolg, denn der hat den Winter überstanden, hat allerdings keine Früchte geliefert. Dieser Granatapfelbaum ist nach meiner Einschätzung wirklich komplett erfroren, was sehr, sehr schade ist. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, ihn einfach stehen zu lassen, in der Hoffnung, dass das vielleicht dadurch, dass er draußen überwintert hat, zu einer extremen Verzögerung des Austriebs geführt hat. Ich befürchte allerdings, dass die extreme Verzögerung darin besteht, dass er leider wirklich komplett erfroren ist. Vielleicht treibt er auch von unten nochmal durch. Kann natürlich auch sein, weil hier ist so eine kleine grüne Triebspitze. Da warte ich jetzt einfach mal ab. Vielleicht hat es ja wirklich im Wurzelbereich mehr überlebt. Und deswegen einfach mal schauen, was da passiert. Und wenn die Pflanze erfroren ist, wird sie auch wahrscheinlich nicht mehr austreiben. Deswegen, da ist dann die Frage, wie wurde die Pflanze kultiviert? Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Kultur und Pflege vom Granatapfel, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und tschüss.